Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Alex wieder am Start. Hallo. Das war ein Tag gestern, wa? Unglaublich. Ey, ohne Scheiß. Kopfschmerzen ohne Ende. Ohne Scheiß. Das war wirklich eine heftige Hausnummer mit unserem E36 318iS. Ein Motor, der... Oh, viele Zuschauer hatten schon gesagt, boah, diesen Motor, Sechszylinder geht nichts drunter und sowas alles. Teilweise gebe ich den Leuten recht. Also zu schrauben ist ja nicht geeignet. Wobei die meisten Leute sagen, beim Vierzylinder ist das alles halb so schnell gemacht. Ja, das Problem ist ja auch wirklich dieser Bereich hier, dieser Ansaugbereich. Der ist und bleibt einfach sehr schrauberunfreundlich. Ja, gebe ich dir recht. Gut. Boah, ich muss jetzt mal meine Gedanken sortieren. Heute ist ja auch wieder so viel passiert. Und wir sind ja gestern dastehen geblieben, Alex. Ja, Tatsache gewesen, dass wir den Motor nicht angekriegt haben. Ich erinnere mich an eine Explosion. Wir erinnern uns an eine Verpuffung, die dann noch Flammen geschlagen hat. Aber grundsätzlich war es so, dass wir georgelt haben bis zum geht nicht mehr und schlussendlich das Video damit beendet wurde, dass ich der Annahme war, dass wir keinen Sprit bekommen. Genau. Weil logischerweise die obere Spritleitung war ab, da konnte er Luft ziehen. Unten der Kraftstofffilter war ab und da sind ja auch ein paar Milliliter drin, der war leer. Ich weiß jetzt, normalerweise mit seinen 3 Bar Sprit von der Förderpumpe oder 2 Bar ungefähr, fördert er ja schon ziemlich rasch den Sprit nach vorne. Aber trotzdem war ich so vom Gedanken her, das muss noch Luft sein. Der Bremsenreiniger hat ab und zu mal so einen Ton bewirkt, also so ein Ansprechverhalten, war aber immer noch nicht zufriedenstellend. Dann haben wir das Video, wie gesagt, beendet mit dem Thema, dass wir jetzt morgen dann weiter kontrollieren und machen und tun. Das haben wir heute getan. Es ist natürlich immer so, irgendwo muss der Fehler, kann ja auch ein Stecker sein oder sowas. Ich habe dann hier, kannst ja mal so, oder ich habe dann hier den Stecker kontrolliert. Ist da, genau. Passen die? Es gibt ja bei den alten Modellen, kann man teilweise Stecker auch in andere Vorrichtungen stecken. Heutzutage bei den Modellen passt das immer nur in eine Richtung. Mhm. Ne? Bei dem jetzt aber zum Glück auch. Also bei dem Motor, sowas hier zum Beispiel Luftmassenmesser, ist alles eindeutig gewesen. Auch hier, das ist eindeutig gewesen. Also steckermäßig. Nockenwelle hatte ich noch in Betracht gezogen, weil ich den ab hatte. Vielleicht lag er ungünstig, hat irgendwie, keine Ahnung, einen weggekriegt, warum auch immer. Solch und so habe ich auch ausgeschlossen in dem Moment, weil auch wenn er Luft zieht, irgendwann muss er mal so ein Lebenszeichen von sich geben. Wegfahrsperre. Haben wir auch noch kontrolliert. Stimmt, genau. Wegfahrsperre haben wir auch noch kontrolliert. Kann ja sein, weil normalerweise beim Zündung an fördert er vor. Ja. Und dementsprechend haben wir gedacht, okay, ist da wieder vielleicht was mit der Wegfahrsperre kontrolliert. Bei dem System, wirst du mir ja recht geben, hat der ja keine Abgleichung mit dem Schlüssel. Genau. Sondern bei dem geht die Wegfahrsperre über diese Zentralverriegelung. Genau, richtig. Über die Zentralverriegelung, genau. Haben also die Tür nochmal geschlossen. Abgeschlossen, aufgeschlossen, nochmal eingestiegen, nochmal georgelt, wieder nichts passiert. Gemacht, getan. Ach genau, dann habe ich gesagt, Alex, setz dich ins Auto, hochgefahren. Vorher noch, Rücksitzbank ausgebaut und erstmal an der Benzinpumpe gemessen, 12 genau. Volt Licht an. Sobald er den Schlüssel dreht, 12 Volt Licht an, ausgeschlossen, Pumpe fördert. Nochmal runtergegangen, ich dachte dann, okay, kann es womöglich sein, dass ich den Kraftstofffilter falsch schon eingebaut habe. Ich gesagt, komm Alex, setz dich rein, hochgefahren, unten den Zulauf zum Kraftstofffilter abgenommen. Ich habe gesagt, starte ganz kurz, boah, kam direkt ein Geschoss raus. Oben auf der Seite direkt auch ein Geschoss rausgekommen. Sprich, also Sprit hat er gefördert und auch nicht wenig. So wie es aussah, wie gesagt, so um die 2 bis 3 Bar. Okay, ich dachte mir, was ist denn hier für ein Fehler jetzt vorhanden? Der Wagen kriegt Sprit. Also gucken wir uns mal das Zündbild an. Okay. Bin dann hergegangen und habe geguckt, weil ich ja die Zündspulen rausgebaut hatte. Ja, die sitzen hier drunter. Ja, diese Zündspulen. Ja. Von hier aus geht das zu den einzelnen Zylindern. Und ihr werdet schon sehen, da ist ein bisschen Kuddelmuddel. Diesen Prüfer, den kann ich ja mal rausholen, den kann ich hier so reinstecken und das andere Ende auf die Zündkerze. Hier drin ist eine kleine Lampe. Die blinkt, je nachdem wie getaktet wird von der Zündspule. Okay. Ich alle abgenommen, ich sage starte und habe mich hiervon überzeugen lassen, okay, Zündspulen können es nicht sein, Zündkabel können es nicht sein, weil hier das Signal durchgeht. Ich denke mir, boah, Alter, was ist denn das jetzt? Ne? Uwe, du kleiner Fuchs. Uwe Wittig hat das geschrieben
Was ich dann gemacht habe, Uwe Wittig, vor keiner Stunde oder halbe Stunde, hatte Uwe Wittig unter dem Video jetzt geschrieben, das hört, er hat es wirklich, also ich Respekt Uwe, wirklich, also deine Ferndiagnose war wirklich zutreffend. Er hat geschrieben, das hört sich für mich so an, als ob der Zündzeitpunkt nicht stimmt. Das habe ich natürlich jetzt gerade erst gelesen, weil in dem Moment, wo ich natürlich diesen Kollegen dran hatte und habe gesehen, dass der die Zündspule das Signal sendet, habe ich mir einfach aus Jux mal gedacht, ich ziehe mal das Zündkabel vom zweiten raus und steck's mal hier in den dritten rein und andersrum. Was ist dann passiert? Die Erlösung. Der Motor ist angesprungen. Ja. Er lief auf nicht gut, aber er lief. Ja. Da habe ich mir gedacht, what the fuck? Habe dann dieses Kabel genommen und habe es mit dem vertauscht. Motor lief immer noch ruppig. Ich denke, okay, gut. Hab dann dieses Kabel drin gelassen, dieses Kabel, also die beiden wieder getauscht und dieses Kabel mit dem hier vertauscht. Motor läuft. Und das zeigen wir euch jetzt. Leute, das war wirklich eine Tortur bis zum geht nicht mehr, weil, jetzt muss ich auch nochmal sagen, normalerweise rechnet man 4, 3, 2, 1. Ja? Und ich habe, Alex, du wirst bezeugen, ich habe ja anhand der Kabellänge, habe ich den Weg komplett bis zu den einzelnen Zylindern. Genau. Ne? Ich habe das hier auf den Tisch gelegt. Hier auf den Tisch gelegt, alle Zündspulen und hab geguckt, okay, der ist am längsten, zapp, zapp, zapp. Genau. Wie Lucky Luke, die vier Brüder. So sah das halt aus, ne? Und hab dann dementsprechend die Kabel auch wieder dran gemacht. Ich hab die gar nicht markiert mit 1, 2, 3, 4 oder so. Bin nicht der Annahme gewesen, dass da irgendwas sein sollte. Aber das war das Problem. Das Problem war wirklich, dass der Zündzeitpunkt nicht gestimmt hat. Aufgrund der Tatsache, dass die werden ja einzeln angesteuert vom Steuergerät und jeder kriegt einen anderen Zündimpuls, ja, und deswegen muss das schon stimmen. Das hat allein dafür gesorgt, dass er nicht ansprang. Gut, dann haben wir den angemacht. Ich mache den gleich an. Keine Sorge, ich will noch mal was erzählen. Also, da haben wir ihn angemacht. Er lief auch gut. Sehr, sehr viel aufgrund des Zylinderkopfdichtungsschadens Wasser im Auspuffstrang. Der hat hinten rausgequalmt, wie Sau. Man hat gemerkt, Kondenswasser und unter anderem auch Kühlwasser. Gequalmt. Gewartet, gemacht, getan. Alex, haben wir dann gesagt, ich bin beim ersten Mal hier eine Runde gefahren, damit er auch durch die Drehzahl ein bisschen Temperatur kriegt, weil man muss, ne, Thermostat war offen, also war alles gut, der Schlauch war heiß, also dieser Schlauch ist der vom Thermostat nach dem Öffnen dann mit den Kreislauf erhitzt, beziehungsweise durchlässt und dann das Ganze in den großen Kühlkreislauf geht. Dieser Schlauch, wir wissen ja alle, dass bei diesen Modellen, vor allem bei dem Alter, solche ganzen Übergänge, ja, das ist alles Kunststoff, das bricht. Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich saß da vorne, hab meinen Kaffee geschlürft, auf einmal eine Fontäne. Boah, hätte da einer gestanden, der hätte sich verbrannt. Dieser Schlauch ist abgesprungen. Der ist einfach abgesprungen. Jetzt habe ich den Rest schon klein gemacht. Da ist der Kühler hier an dieser Stelle gebrochen. Der Flansch, die Aufnahme von dem... Ja, sieht man schön. Genau. Ich denke mir, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Guck mir das an, total porös, das, was da drin war. Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Und du hast ja auch mal gesagt, bei dir ist er auch mal abgesprungen, bei dir vor der Tür zu Hause. Genau. Ne? Also heißt, an dieser Stelle hatte er schon Risse und das Kunststoff hat das jetzt, hat er ihm den Rest gegeben. Ja. Na, wenn ich jetzt natürlich das Ganze abnehme, dran mache und immer wieder die Schelle befestige, ist natürlich, wenn jetzt so eine Gefährdung oder so ein Bruch da ist, wird es ja natürlich immer schlimmer. Ich so, scheiße, Alter, wo kriegen wir jetzt einen Kühler her? Ich bei Nachbarn hier gefragt, ich bei Rimberg angerufen, mein Teilerhändler hier in Lühn. Ich sage, ich brauche einen Kühler, dies, das, Problem, weil konntest du nicht, da muss Auflage sein. Sonst kannst du den Schlauch, ne, wenn da wieder Druck kommt, dann fliegt das andauernd ab hier. Ne? Vor allem, wenn du fährst und die Pumpe pumpt, ich denke, boah, das können wir nicht machen. Und dann sagt er, kommt da um die Ecke und sagt, ich habe noch einen Kühler, aber von einem 320 IS. Ich so, okay. Der Kühler ist von der Breite identisch, auch von den Aufnahmen, aber er ist länger. Jetzt sieht man nämlich den Kühler unten schon durchschlummern. Er ist auf jeden Fall länger und bietet natürlich dadurch auch mehr Kühlfläche. Aber sonst sind die Anschlüsse, hier kann man ja das Wasser ablassen durch die Schraube. Dann hat man hier einen Anschluss und hier einen Anschluss. Und das ist genau identisch, es passt, es sieht aus wie original. Ja. Ja, und dementsprechend ist das Ganze auch jetzt vernünftig verbaut und dann haben wir den nochmal warm laufen lassen und dann habe ich dir gesagt, Alex, fahr mal bitte eine große Runde, ich glaube, du warst 20 Minuten oder so weg. Bin richtig weit gefahren, ja. Bist richtig weit gefahren, kommst wieder und dann stellt er den Motor ab und wir hören es dann.
als ob du... So ein Druckzischen. Genau, als ob du so einen Drucktopf hast und da läuft pfeift der richtig raus, so, ne? So, ja, wie nennt man den Drucktopf, ne? Sowas. Schnellkochtopf. So sowas, ja, genau. What the fuck, wo kommt das denn? Geleuchtet gemacht. Ey, wirklich, voll der Film heute. Ja, ja. Geleuchtet gemacht. Und was war's? Das ganze Wasser, was rausgespritzt hat, lag unten auf Getriebe motorseitig, lag da unten in so einer Kuhle drin, war am Kochen. Richtig am Kochen. Ja gut, der Motor ist natürlich auch heiß, ne? Und auf einem bestimmten Punkt fängt das Wasser an zu kochen und irgendwann verdampft es. Und da war der Weg noch, also wäre es jetzt noch ein bisschen länger gefahren und der hätte noch mehr Temperatur gekriegt, wäre in Kombination mit Fahrtwind, wäre es dann auch weg gewesen. Aber im ersten Moment, wo man hier stand, ja, hat man natürlich einen Schock gekriegt. Ja gut, hier sind ja auch mal eben 3-4 Liter rausgespritzt, ne, auf einmal. Auf jeden Fall. Ey, never ending story, wirklich. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Motor an und hören uns das an. Bleib du mal da stehen. Mhm. Jetzt traue ich mich auch wieder richtig nah dran. Digga, Schweizer Uhrwerk. Ey, das gibt's gar nicht. Das, was wir jetzt noch hören, da ist so ein schleifendes, krauschendes, das ist das Ausrücklager. Das werden wir auch noch machen. Aber auspuffdicht. Motor läuft ruhig. Und ich zeige es euch nochmal bei meiner schönen Schuhtasse. Ey, Leute, das glaubt ihr nicht. Ganz hier oben in den Reifen sieht man dann das Wasser. Das ist minimal. Das Wasser, sag ich noch, den Kaffee. Für den 318 IS, der einen sehr rauen Motorlauf hat, der läuft bombastisch. Und wo die Kilometerstand nicht erfasst ist. Ja. Ja, wir wissen gar nicht, wie viel. Und wir können ja nochmal für die Leute festhalten, wir haben an dem Wagen jetzt Faltenbalk, Anlasser neu, Wasserkühler neu, Auspuffdichtung neu, Zylinderkopfdichtung jetzt neu, Stirnwanddichtung neu, Ventildeckeldichtung neu. Ölfilter-Gehäusedichtung neu, genau. Luftfilter, allgemeine Inspektion, Zündkerzen. Genau. Also eigentlich jetzt der Kühler auch neu. Ja. Kühler, genau. Ja, also nicht neu, gut gebraucht. Ja. Also der hat wirklich gar keine Ermüdung. Es ist ein größerer, jetzt hat er mehr Kühlvolumen. Genau, jetzt hat er mehr Kühlvolumen. Also ich würde das auch jedem empfehlen, nehmt das Nachfolgermodell von dem 320 IS. Hat er doch gesagt, oder 325. 320 ist das. Auf jeden Fall von einem Sechszylinder. Ja, auf jeden Fall von einem Sechszylinder. Er ist von der Breite, wie gesagt, identisch, nur halt von der Tiefe. Aber das juckt nicht, weil da unten sowieso nichts ist. Und dementsprechend geht das an. Die Tasse ist immer noch da, wo sie hingehört. Und der Fuhr, wo ich die Probefahrt gemacht habe, ja, ganz anders. Ja. Ansprechverhalten. Ganz anderes Auto. Ruhig, geschmeidig und durchzugsstark. Ich habe mich erschrocken, wie geil die Karre läuft. Ehrlich. Weißt du, was da noch hinzukommt? Dieser kleine Schlauch hier, der geht nämlich zu der Kraftstoffleitung. Dieser kleine Schlauch, da war auf der anderen Seite ein Riss drin. Ja. Das alleine ist bestimmt schon viel wert gewesen, was das Thema mit dem Regeln des Kraftstoffdrucks angeht. Das wird schon auch viel dazu beigetragen. Weil er beim Anfahren immer so gezuckt hat. Die ganze Karosserie. Ich dachte, es wäre dieses Kupplungsrupfen. Der ist immer so bam, 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 bam. Okay, okay. Als ob du zu doof zum Anfahren wärst. Ja, ganz geschmeidig, ist natürlich butterweich. Ja, wenn du ein Fahrzeug anfährst, dann findet ja doch schon eine beachtliche Belastung statt, weil er muss ja erstmal diese 1,34 Tonnen hier in diesem Fall, muss er erstmal bewegen. Und wenn da solche Dinge nicht mehr ganz rund laufen, wegen einem undichten Schlauch und so, das ist ja ein Unterdruckschlauch, dann ist klar, dass irgendwas, ne, irgendwo leidet. Dieses Symptom hast du jetzt nicht mehr gehabt. Nein. Also ich bin nicht mitgefahren, Leute. Also ich bin ja hier die Runde gefahren und das war für mich hammergeil. Wagen läuft top, Gasannahme super. Ich kann es auch noch mal zeigen hier. Der Wagen ist schon ein bisschen warm, also wir haben definitiv jetzt keine Betriebstemperatur, aber ist schon okay. Jetzt gehe ich mal ganz langsam mit dem Seilzug. Kannst mir sagen, was du willst, Digga. Der läuft wunderbar. Ja. Und das ohne Zünd-OT, ohne... Digga, das war jetzt aus Meisterhand, die Leistung. Ja, aber ich meine, früher hat man das nur so gemacht. Früher hatten die Leute kein Absteckwerkzeug. Da hatten die Leute im Edding, dieser Film, ein gutes Augenmaß und fertig. Also, Hammer. Wie jetzt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es hingekriegt, Motor läuft. Ja. Da bin ich immer noch mal gespannt. Ich werde dir nachher noch mal die ganzen Kommentare lesen, was ihr so alle so spekulativ schreibt.
Bestimmt werden auch die einen oder anderen schreiben, ich habe den Motor kaputt gemacht. Na, na, na. Da muss ich euch wieder enttäuschen. Wieder mal, also da muss ich euch wieder mal enttäuschen. Das ist leider Gottes, zum Glück, toi toi toi, heute bis jetzt noch nie passiert, dass ich den Motor richtig geschrottet habe. Aber irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ich würde sagen, machen wir den Motor mal wieder aus. Finden wir mal auf welchem Cockpit, dass da keine Fehlerwendung ist. Ja. Kannst du auch noch mal zeigen. Können wir mal Licht anmachen. Sind Sie das, die denken, dass wir, das ist nur das Handbremssymbol? Genau, ja. Von der Handbremse. Okay, Leute, euer Mr. Durch, bis morgen, bis dann. Jawohl. Was kommt denn überhaupt morgen? E61 kommt morgen. Okay. Das nächste Video, E61, es geht los. Ansaugbrücke, Motor dreckig, alt, schab, badab. Wir machen alles fertig, Leute. Alles klar, euer Mr. Durch, bis morgen, bis dann, ciao.